Ja, einen schönen guten Morgen zur Statistik. Ich denke, heute werden wir dann die Wiederholung soweit abschließen können. Und da sind wir. Hatten uns letztes Mal angefangen, mit ein paar Verteilungen zu beschäftigen. Das wollen wir dann heute noch ein bisschen fortführen und insbesondere uns zum Abschluss dann mit der Normalverteilung befassen, die uns dann recht häufig in der weiteren Vorlesung begleiten wird. Also, wir hatten die Binomialverteilung, die eben auch sehr, sehr wichtig ist, weil wir dafür dann letztlich ja, alle Experimente, die irgendwie ja, nein, gut, schlecht Ergebnisse haben, 0, 1, das beziehen wir auf die Binomialverteilung und deswegen sollte man mit der eben auch ein bisschen umgehen können. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, die ist gegeben als die Erfolgswahrscheinlichkeit. Wie häufig soll das Ereignis eintreten? Mal die Gegenwahrscheinlichkeit, wenn ich bei 10 Würfeln mich frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sechsmal die 6 gewürfelt habe, dann habe ich eben sechsmal erfolgreich und viermal nicht erfolgreich. Und dann muss ich eben alle Möglichkeiten aufsummieren oder alle Möglichkeiten noch nicht aufsummieren, sondern alle Möglichkeiten mir überlegen, wie kann ich denn einen Erfolg bei 6 Würfen, bei 10 Würfen sechsmal darstellen. Und das Ganze geht dann eben über die sogenannten Binomialkoeffizienten. Und nachher kann man dann bestimmen, dass die Erwartungswertanzahl, wie häufig führe ich das Experiment durch, mal der Erfolgswahrscheinlichkeit P ist und die Varianz ist dann der Erwartungswert mal die Gegenwahrscheinlichkeit. Denn hier sehe ich ja auch nochmal, das hatte ich glaube ich letztes Mal nicht gesagt, dass das ja selbst E von x ist. Dazu hatten wir uns ein paar kleine Beispiele mit angeschaut und auch nochmal das Ganze angewendet auf den linearen Operator, dass ich, wenn ich die Variable transformiere, die linear transformiert. Und dann kamen wir zu stetigen Verteilungen im Allgemeinen. Da ist es wichtig, dass man sich dann sagt, der Wert der Dichtefunktion, dass man den eben nicht als Wahrscheinlichkeit interpretiert, sondern ich habe eben unendlich abzählbar viele Möglichkeiten und somit kann ich einem einzelnen Ereignis gar keine Wahrscheinlichkeit zuordnen, sondern nur einem Intervall in dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung. Das heißt, ein einzelnes Ereignis hat damit die Wahrscheinlichkeitsmasse 0 und gegenüber der Aufsummierung bei diskreten Verteilungen geht man dann eben hier an der Stelle zum Integral über und wir haben uns einmal eine mögliche Verteilung angeschaut, die so aussehen soll, dass wir eben hier, dafür haben wir dann ein halb ausgerechnet, wie eine Wahrscheinlichkeitsverteilung f von x gleich ein halb minus ein Achtel x für 0 kleiner x kleiner 4 und 0 sonst gehabt haben. Dazu mussten wir für die kumulierte Verteilungsfunktion dann eben das Integral über die Dichtefunktion bestimmen. Haben damit dann die Dichtefunktion hier unten errechnen können. Das heißt, unsere Dichtefunktion, die ist diese fallende Gerade und die akkumulierte Dichtefunktion, die muss eben dann ganz am Schluss, wenn ich über das ganze Intervall bin, tatsächlich bei 1 landen. Und wenn man jetzt eben den Erwartungswert dieser
Verteilung bestimmen möchte, dann geht man eben in die Definition rein, wie beim Diskreten. Wert mal Wahrscheinlichkeit aufsummiert, ist es jetzt in dem Sinne hier. Nachher dann das Integral von 0 bis 4, also wo unsere Dichtefunktion ungleich 0 ist, von x mal der Dichtefunktion. Naja, den e von x, den können wir, glaube ich, nochmal ausrechnen. Dann setzen wir das ein und kriegen dann das Integral von 0 bis 4 von x mal da muss noch ein halb, ne? Das war noch verkehrt, sehe ich gerade. Aber ein halb x mal Klammern die Dichtefunktion 1/2 minus 1/8 x dx. Wenn wir das ausmultiplizieren, haben wir 0 bis 4, 1/2 x minus 1/8 x Quadrat dx. Also, was ist die Stammfunktion von 1/2 mal x? Welche Funktion abgeleitet ist 1/2 x? Jawohl, 1/4 mal x Quadrat von 0 bis 4 minus 1/8 x Quadrat. Da muss man sich fragen, welche Funktion abgeleitet ist 1/8 mal x Quadrat. Da kommt man dann, denke ich, schnell drauf, dass man irgendwas mit hoch 3 nehmen muss. Also x hoch 3 abgeleitet sind 3x². Also muss die 3 vorne noch verschwinden. Also müssen wir das Ding mit 1/3 mal nehmen. Und dann haben wir noch einen Vorfaktor von 1/8, also 1/24 x hoch 3, glaube ich, wenn Sie mitrechnen. Ja? Also minus 1/24 x hoch 3 von 0 bis 4. Dann setzen wir das ein, sind dann 1/4 mal 16 minus 1/24 mal 4 mal 16 sind 64, glaube ich, ne? Und dann durch 4 sind 6, sind 16 und kriegen dann 16 mal 1/4 minus 1/6, Sie rechnen bitte mit, sind 16 durch 24 mal 6 minus 4, das sind 2, dann aber die 2 sind 12 und dann geht es noch durch 4, sind 4, 3. Da bin ich schon zu weit nach rechts gerutscht. Und schieben das mal
Und da. So, und dann sehen Sie das auch wieder. Jetzt sieht man es noch, ist gleich 4 Drittel. Ja, die Varianz, die möchte ich jetzt nicht noch extra mit Ihnen ausrechnen, aber schreiben wir uns das einfach mal hin, was wir da machen müssten. Das heißt, hier oben müssten Sie das noch sehen, glaube ich. Genau, dann wäre das das Integral von 0 bis 4 von x minus 4 Drittel ins Quadrat mal 1 halb minus 1 Achtel x dx. Naja, wenn Sie das jetzt alles ausmultiplizieren, dann haben Sie vorne einen quadratischen Term, den müssen Sie dann noch mit 1 Achtel mal x, dann haben Sie einen hoch 3 und dann müssen Sie halt ein Polynom dritten Grades integrieren. Aber das ist, glaube ich, auch alles nicht so schwer. Ich glaube, das könnten wir eigentlich mal ausprobieren bei Ihnen. Gehen wir mal ins Internet, wenn Sie auch gerade was verfügbar haben. www.wolframalpha.com. So, das ist ein nettes Frontend. Und dieses Frontend ist in sowas wie Google für Mathematik und Naturwissenschaften. Und dann geben wir da mal ein, was haben wir? Integral von, was hatten wir? X minus 4 geteilt durch 3 in Klammern zum Quadrat mal 1 geteilt durch 2 minus x geteilt durch 8. Und dann haben wir von x gleich 0 bis 4. So. Dann gucken wir mal, was er da interpretiert. Siehe da, so ungefähr stimmt das. Hier unten sehen Sie, das ist unser Integral. Die Syntax interpretiert da also richtig. Und da vorne hat er auch von den Grenzen von 0 bis 4. Und dann drücken wir Enter. Und dann haben wir das Ergebnis von 8 Neuntel. Nehmen wir das dann noch hin. Dann können wir hier ja gleich mal 8 Neuntel hinschreiben. So, und auch dazu möchte ich Sie letztlich animieren, motivieren, die ganzen Hilfsmittel, die wir mittlerweile haben, eben auch zu benutzen. Und das Schöne an dem hier ist, dass Sie in dem Sinne nur eine ungefähre Idee davon haben müssen, was Sie denn hier in die Maske eingeben müssen. Heißt, zum einen macht er Ihnen schnell ziemlich viele Vorschläge und zum anderen müssen Sie nicht wie in einem reinen Mathematikprogramm dann an der einen oder anderen Stelle genau wissen, muss ich da jetzt einen Punkt, einen Komma, einen Semikolon, eine eckige Klammer oder eine runde Klammer hinnehmen. Also ähnlich wie wenn Sie bei Google was suchen, dann haben Sie eben eine ungefähre Idee davon, nach was Sie suchen. Und das Ganze hier ist letztlich das Frontend von Mathematica im Internet, dem vielleicht mächtigsten Mathematikprogramm, was derzeit auf dem Markt ist. Und
Das ja, macht sie jetzt nicht davon frei, rechnen zu können oder zu wissen, was ein Integral ist oder eine Ableitung. Aber es hilft ihnen natürlich dann, dass sie nicht alles irgendwo zu Fuß rechnen müssen. Beziehungsweise für sich selber sich dann kontrollieren können, was kommt denn da tatsächlich raus. Okay, das mal so am Rande des Ganzen, denn ansonsten zu Fuß eben ein Polynom dritten Grades zu integrieren, das dauert natürlich ein ganzes Eck. Okay, das war jetzt eine spezielle, stetige Verteilung. Gucken wir uns jetzt einige allgemeine, stetige Verteilungen an. Und ja, die vielleicht einfachste an der Stelle, das ist die Gleichverteilung. Und das bedeutet eben, die Dichtefunktion auf einem bestimmten vorgegebenen Intervall, AB, die soll konstant sein. Das heißt, wenn dieses Intervall zum Beispiel die Längeneinheit C hat, dann soll die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Zufallsvariable in einem Unterintervall von zum Beispiel der Länge 1 immer die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, egal ob wir jetzt von 0 bis 1, von 3 bis 4, von 7 bis 8 nachher gehen. Wie lässt sich diese Gleichverteilung dann formal darstellen? Naja, wenn unser Intervall AB ist und wir gleichzeitig aber auch sagen müssen, dass die Fläche über die Dichtefunktion gleich 1 sein muss, dann heißt das grafisch dargestellt, A bis B, wie hoch muss dann diese Dichtefunktion sein? Konstant, das haben wir gesagt, aufgrund der Gleichverteilung. Wir wissen aber, Fläche ist gleich 1. Naja, und das Ganze ist dann eben ein Rechteck. Das Rechteck hat die Länge b minus a. Und b minus a mal welche Zahl ist gleich 1? Naja, einfach mal dem Kehrwert. Also die Höhe b minus a. Und das sehen wir eben hier an dieser Stelle. Und dann können wir uns wieder fragen, was ist denn der Erwartungswert e von x ist dann das Integral von a bis b 1 durch b minus a dx. Und das ist dann natürlich a plus b durch 2. Natürlich sind wir da genau hier in der Mitte. A plus b halbe, natürlich dann das arithmetische Mittel aus den Intervallgrenzen. Und für die Varianz von x bekommen wir Integral von a bis b, setzen dann wieder ein, x minus a plus b durch 2 halbe ins Quadrat mal 1 durch b minus a. Was sehe ich denn hier? Da ist ja noch ein x zu viel. Das muss weg. No.
Das soll ja einfach nur eine Konstante sein. Und wenn man dieses auswertet, dann kommen wir eben zu 1 durch 12. Mal b minus a ins Quadrat. Gleichverteilung, denke ich, werden Sie aber schon gemacht haben. Ist jetzt auch nicht das Allerschwierigste. Hier nochmal gezeigt, wie das Ganze eben dann aussieht. Und wenn wir dafür dann die akkumulierte Verteilungsfunktion Das ist eben wieder f von x gleich a bis x f von x' dx' oder eingesetzt bei uns von a bis x 1 durch b minus a x Strich. Also natürlich, wenn das ganze Ding hier konstant ist, starten wir mit einer Wahrscheinlichkeit von 0. Und das Ganze steigt dann linear bis zur 1, wenn wir beim vollständigen Intervall angelangt sind. Ja, machen wir dazu ein kleines Rechenbeispiel. Nehmen wir an, Sie sind der Chef einer Brauerei und Sie sehen, dass die Apfelmenge bei Ihnen 0,568 Liter in der Flasche sind. Aber Sie denken jetzt eben, naja, das ist ein Messwert. Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass meine Abfüllung einer Gleichverteilung folgt. Nämlich einer Gleichverteilung um 0,556 Liter bis 0,58 Liter. Das heißt, das wäre dann als A zu interpretieren und das als B. Und jetzt fragen wir uns nach der Wahrscheinlichkeit, wenn ich jetzt ganz viele Flaschen irgendwo abfülle, wenn also gemäß dieser Intervallgrenzen a und b meine Abfüllung gleich verteilt sein soll, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass ich bei der Abfüllung dann feststelle, wenn ich messe, dass weniger als 0,56 Liter in der Flasche sind? Und ich glaube, dass es bei solchen Fragestellungen dann auch immer ganz hilfreich ist, wenn man sich das versucht, grafisch klarzumachen, anhand unseres Wissens über die Verteilungsfunktion. Ja, und da können wir jetzt sagen, wir haben eine konkrete Gleichverteilung gegeben und die soll eben gehen von 0,556 bis 0,58
8. Was muss ich dann für den horizontalen Wert berechnen? Die konstante Höhe der Verteilungs Funktion ist dann gleich was? Vielleicht nicht gleich den Wert, sondern mir sagen, was ich dafür zu berechnen habe. Ja, wenn Sie eine Folie nach vorne gehen. Jawohl. 1 geteilt durch 0,58 minus 0,55. Sechs und das sind dann 1 durch 0,024, würde ich sagen, ne? Wir haben hier 0,024 und wo finde ich dann in dieser Grafik meine Wahrscheinlichkeit, dass meine Flasche weniger als 0,56 Liter hat? Also, gesucht. P von x ist kleiner gleich 0,56. Zurück, wo haben wir die? Das war die Definition der Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass meine Zufallsvariable in dem Intervall, in einem Intervall AB liegt, ist das Integral über die Dichtefunktion in den vorgegebenen Intervallgrenzen. Ja, wenn wir das formal hinschreiben, hier weiß ich ja auch, dass meine Dichtefunktion eben 1 durch 0,024 für 0,556 kleiner x kleiner 0,58 ist und 0 sonst. Naja, und dann hätte ich hier das Integral über 0,556 bis 0,56, 1 durch 0,024 dx.
Diese Funktion hier habe ich hier dargestellt. Was ist das Integral nochmal? Das ist die Fläche unter dem Funktionsgraphen. Na, mein Funktionsgraph ist hier was ganz Einfaches, nämlich einfach eine Konstante. Also ungefähr hier würde ich mal sagen, ist die 0,56. Und dann wäre das hier die Wahrscheinlichkeit, dass mein x kleiner 0,56 ist. Naja, und damit ist dann dieser Wert hier Länge mal Höhe meines Rechtecks. Also 0,56 minus 0,556, nicht geteilt, ups, mal 0,02. Eins durch 0,024. Und das sind dann 0,004 durch 0,024. Das heißt, das können wir kürzen. 1 und 6 ist also ein Sechstel gleich 16 Periode 6%. Das heißt, gegeben unsere Annahmen haben wir eine Wahrscheinlichkeit von gut 16%, dass unsere Flasche weniger als 5,6 Liter enthält. Und insbesondere diese grafische Interpretation der Fläche unter der Dichtefunktion, die sollte man meiner Ansicht nach immer so ein bisschen mit im Kopf haben, dass man eben letztlich dann auch weiß, was man tut, wenn wir später dann Konfidenzintervalle und so etwas betrachten werden. Ja, kommen wir dann zur vielleicht wichtigsten Funktion in der Statistik, nämlich, das habe ich jetzt wieder nicht verschoben, das ist schlecht. Ups. Der Normalverteilung. Und diese Normalverteilung, die ist grundsätzlich gegeben über diese mehr oder weniger e hoch minus x Quadrat Funktion. Und an der Stelle sehen wir vielleicht auch ein bisschen philosophisch schon wieder, warum wir der quadratischen mittleren Abweichung eine so hohe Bedeutung zuweisen. Denn an der Stelle sehen wir, die Normalverteilung wird mathematisch über die
quadratische Abweichung vom Mittelwert dargestellt. Wir schreiben dafür, n ist normal, μ Sigma Quadrat verteilt mit dem Erwartungswert und der Varianz. Wie sieht das Ganze nochmal aus? F von x und x hätten hier unser μ und jetzt bin ich nicht ganz symmetrisch, ne? Dann schiebe ich das nochmal hier kurz rüber. Da. Und unserer mittleren Abweichung. Tja, was dann nicht ganz so schön ist, ist, dass wenn wir dann die Wahrscheinlichkeit berechnen wollen, gemäß unserer Definition als Fläche unter der Kurve, dass sich diese Funktion hier, diese Funktion lässt sich nicht geschlossen integrieren. Naja, und was machen wir dann, wenn wir irgendwas nicht geschlossen integrieren können? Dann erfinden wir dafür eben einen neuen Namen und die kumulierte Verteilungsfunktion, eben das Integral über unsere über unsere Dichtefunktion, die nennen wir dann die sogenannte Error Function. Da oben habe ich sie. Die ist eben definiert als das Integral über e hoch minus x, muss das hier oben sein, y Quadrat. Mal die Frage, die Dichtefunktion der Normalverteilung, die haben Sie aber schon mal gesehen. Das hier vielleicht nicht unbedingt, aber diese hier, die haben Sie schon mal gesehen. Okay, gut. Ja, warum ist die denn so wichtig? Und da können wir sagen, wir werden dann heute noch am Schluss uns den zentralen Grenzwertsatz angucken, dass wir sagen können, ganz, ganz viele, bei ganz, ganz vielen Experimenten sehen wir, dass wir zumindest approximativ, das heißt in erster Näherung, wir zugrunde legen können, dass bei einem Zufallsexperiment wir eine ungefähre Normalverteilung zugrunde legen können. Oder was wir im Allgemeinen auch zeigen können, hatte ja eingeführt, dass die Binomialverteilung sicherlich für uns auch einen ganz herausgehobenen
Platz einnimmt. Bei vielen Fragestellungen, gerade auch in der Ökonomie, geht es um Ja, Nein, 0, 1. Und wenn wir dieses Binomialexperiment immer weiter wiederholen, dann können wir auch zeigen, dass diese Binomialverteilung in die Normalverteilung approximativ übergeht. Oder im Allgemeinen können wir sagen, wenn wir ein Zufallsexperiment haben und die Ereignisse hintereinander, wenn wir das Zufallsexperiment wiederholen, unabhängig voneinander sind, dass wir dann sagen können, wenn die Anzahl der Durchführungen immer größer und größer wird, dass wir damit dann ganz grundsätzlich approximativ die Normalverteilung erreichen. Also das hier ist dann die allgemeine Aussage des zentralen Grenzwertsatzes. Oder was wir auch machen, in vielen Modellen dort sagen wir häufig, y ist irgendeine Funktion von x1, x2 und so weiter. Das wäre unser Modellzusammenhang. In der Praxis sehen wir aber, dass unser Modellzusammenhang wird die Realität nicht zu 100% widerspiegeln. Und deswegen nehmen wir dann eben an, naja, wir machen einen kleinen Fehler. Daher addiert man häufig einen Fehlerterm. Und für diesen Fehlerterm macht man häufig die Annahme, dass dieser normal verteilt ist, und im Englischen nennt man das dann White Noise bzw. sogenanntes weißes Rauschen. Das ist immer noch zu weit drüben. Dann müssen wir das mal alles darüber schieben. Ups. Na. So.
So, Dichte und Verteilungsfunktion habe ich Ihnen jetzt hier auch noch mal ein bisschen schöner dargestellt. Das wäre also die Dichtefunktion der Standardnormalverteilung. Auch das müssen wir rüberschieben. Und da können wir dann eben sagen, wenn zum Beispiel das Sigma größer als 1 ist, dann würden wir zu einer flacheren Kurve übergehen oder bei einem Sigma kleiner als 1. Würden wir zu einer Standardabweichung größer als 1 übergehen. Also je nachdem ist diese Dichtefunktion dann eben breiter oder schmaler verglichen mit der Standardnormalverteilung. Und die kumulierte Verteilungsfunktion, die ist eben wieder eine solche zunehmende Funktion, die dann letztlich sich im Unendlichen der 1 annähert. Nähert sich im Unendlichen der 1 an. Wiederholen noch ein paar Eigenschaften des Ganzen. Also wir haben hier natürlich eine zweiparametrige Funktion. Die Lage unserer Normalverteilung ist eben bestimmt durch den Mittelwert und die Standardabweichung. Das Ganze ist eine symmetrische Verteilungsfunktion. Wir werden im späteren Verlauf dann auch noch ein paar nicht symmetrische mit kennenlernen. Ja, und wenn man sich das hier anguckt, dann sieht man, wir kommen hier erst von einer Linkskrümmung und gehen dann nachher in eine Rechtskrümmung über. Und dann kann man sich bestimmen, naja, an welchen Stellen geht denn gerade die Krümmung von links in rechts über? Und diese Wendepunkte, die finden wir gerade um die Standardabweichung herum verteilt. Das hier habe ich Ihnen gerade eben gezeigt. Wenn wir mit der Varianz nach oben gehen, dann werden wir eben an der Stelle immer schmaler und asymptotisch laufen wir auf 0 herunter. Das heißt, die Wahrscheinlichkeitsmassen, die Richtung gegen plus, minus, unendlich gehen, da verschwindet dann irgendwann die Dichtefunktion. Ja, wenn wir 0, 1 einsetzen, dann kommen wir zur Standardnormalverteilung und damit vereinfacht sich dann die Darstellung unserer Dichtefunktion. Eben, dass wir für μ0 Sätze μ
gleich 0 oder, na, das muss ich auch rüberschieben. Und Sigma gleich 1. Ja, und diese Verteilungsfunktion, die ist zum einen tabelliert im Allgemeinen. Da werden wir uns gleich mal auch so eine Tabelle mit anschauen. Aber ganz grundsätzlich ist sie natürlich in allen Statistikprogrammen direkt hinterlegt, dass Sie die direkt abrufen können und das Ganze dann natürlich auch in sämtlichen Office-Paketen finden Sie diese Statistikfunktionen auch hinterlegt. Ja, und das Schöne ist, was wir jetzt machen können, wenn wir eine Zufallsvariable haben, von der wir sagen, die ist normal verteilt mit μ Sigma, dann können wir diese Verteilung transformieren Das heißt, diese Variable kann derart transformiert werden, dass die neue Variable Z Standard normal verteilt ist. Naja, und was ist der große Vorteil davon? Wenn ich das einmal allgemein gezeigt habe, dann heißt das, dass ich letztlich nur die Werte der Standard-Normalverteilung kennen muss und damit dann alle möglichen Normalverteilungen zurückrechnen kann. Und die Verteilungsfunktion die akkumulierte Verteilungsfunktion der Standard-Normal-Verteilung wird mit Phi von Z bezeichnet. Naja, und logischerweise muss dann, wenn ich das Ganze symmetrisch ist, stellen Sie sich wieder hier vor, unser f von x und x, und das wäre minus c, dann muss diese Fläche gerade dieser Fläche entsprechen, und diese Fläche ist gerade phi von minus c, und damit ist dann aufgrund der Symmetrie diese Fläche gleich 1 minus Phi von C.
Im Allgemeinen können wir dann übersetzen, wenn wir uns einen festen Wert x vorgeben, einer normal verteilten Zufallsvariable groß x, dass sich das übersetzt in eine Standardnormalverteilung, die eben dann kleiner gleich unserem vorgegebenen Wert gemäß unserer generellen Transformation ist. Übersetzt sich in eine Wahrscheinlichkeit der Standard normal verteilten Zufallsvariable groß Z. Ja, und auf diese Eigenschaft möchte ich schon mal hinweisen, wenn wir eben eine direkte Beziehung zwischen dem negativen Wert und dem positiven Wert haben, dann vereinfacht uns das Ganze auch wieder. Das heißt, wenn wir eine symmetrische Verteilung haben, heißt das, dass wir letztlich nur die Hälfte unserer Verteilungswerte wissen müssen, weil wir die negativen direkt aus den positiven bestimmen können, was wir gleich einmal tun werden. Hier das Ganze eben auch noch mal ein bisschen schöner grafisch dargestellt. Wenn wir eben jetzt interpretieren, wieder die Wahrscheinlichkeiten als Flächen. Wir kommen dann von minus unendlich bis zu unserem Wert oder in einem Intervall zwischen den Grenzen a und b. Erinnern Sie sich da, wie wir es auch bei der Gleichverteilung gemacht haben. Es geht eben wieder um die Fläche unterhalb der Kurve. Das heißt, die Wahrscheinlichkeiten sind wieder die Flächen unterhalb der Dichtefunktion. Und schon mal im Vorgriff ein paar Werte, die Sie sich auch merken sollten. Das ist die Standardnormalverteilung. Die Dichtefunktion. Und später werden wir uns dann eben fragen, mit einer vorgegebenen Wahrscheinlichkeit oder Fehlerwahrscheinlichkeit von 10%, in welchem Intervall liegt dann unsere zu messende Größe? Und dann wissen wir, dass bei einer Fehlerwahrscheinlichkeit von 10% ich, nachdem ich meine Variable standardisiert habe, der standardisierte Wert zwischen minus 1,64 und 1,64 liegen muss. Oder ganz häufig sprechen wir von Signifikanz bei einer Fehlertoleranz von 5%. Und dann haben wir eben die Fläche von hier bis hier zwischen minus 1,96 und plus 1,96. Dort ist die Fläche unterhalb der Standard-Normalverteilungsdichtefunktion gerade 95%.
Und ein paar andere Levels sind dann eben 2,5, 1 bzw. 0,5%. Gut, um das jetzt noch ein bisschen plastisch zu machen, wollen wir dann einfach mal ein paar Werte von der Standardnormalverteilung berechnen. Sie sind Chef in der Qualitätskontrolle und haben jetzt zu prüfen, wie gut sind denn Ihre LED-Lampen. Und von denen nehmen Sie an, dass die Leuchtdauer Ihrer LED-Lampen 25.000 Stunden im Mittel ist, mit einer Standardabweichung von 2.000 Stunden. Und die erste Frage. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Lampe weniger als 20.000 Stunden brennt? A wäre dann also P von x ist kleiner gleich 20.000 Stunden. Naja, was wollen wir dafür letztlich berechnen? Wir haben eine Ausgangs- Dichtefunktion, die sieht so aus. Um ein Mü von 25.000 Stunden. Jetzt haben wir hier beispielsweise unsere 20.000 Stunden. Was wir wissen wollen, ist, wie groß ist diese Fläche? So, das könnten wir jetzt direkt konkret eben eingeben. Wir können uns dann aber auch sagen, okay, wir gehen jetzt über zur standardisierten Variable. Das heißt, hier über zur standardisierten Variable. Wir haben dann z ist gleich x minus μ geteilt durch Sigma. Und das heißt, diese Größe hier geht über in die Wahrscheinlichkeit, dass z ist kleiner gleich x minus μ, also 20.000 minus 25.000 geteilt durch 2.000. Wir hatten μ ist 25.000 und Sigma ist 2.000.
20 minus 25.000 sind 5.000, geteilt durch 2.000 sind 2,5. Also haben wir hier die Wahrscheinlichkeit, dass eine Standard, schreiben wir das wieder dahin, Standard normal verteilt kleiner als minus 2,5 ist. Jetzt wissen wir aber, dass Phi von minus c ist gleich 1 minus Phi von c ist. Und damit wissen wir dann, dass, also das ist von minus 2,5, dass dies ist gleich 1 minus Phi von 2,5. Oder grafisch. Geht das Ganze über in die Standardnormalverteilung. Dass wir hier minus 2,5 haben, also diese Fläche, die ist gleich dieser Fläche oder dann eben bei plus 2,5 diese Fläche. Bei der Standard normal Verteilung sind diese beiden Flächen zu berechnen. Ja, und dafür, das hatte ich Ihnen gesagt, dieses Integral über die Dichtefunktion, das ist nicht geschlossen bestimmbar. Dafür gibt es dann eine Menge Tabellenwerke und ich will erstmal anfangen damit. Das heißt, das ist jetzt die Normalverteilung tabelliert. So, Sie können das, ja, Sie können das noch sehen. Und hier müssen wir jetzt reingehen. Das ist eben das kann ich doch auch editieren, ach so, das ist ein anderer. Dann muss ich das mal ausschneiden, weil ich leider nicht die editierbare Version hier habe. Dann schneiden wir das mal aus. Das entfernen.
Tabelle der Normalverteilung. So, was wir jetzt eben hier brauchen, ist der akkumulierten Verteilung den Wert von 2,5. Und wie liest man so etwas? Man geht hier rein. Hier ist x in der ersten Nachkommastelle dargestellt und dann haben wir hier die 2,5. Und wir wollen genau 2,5 haben, also 2,500. Das heißt, Phi von 2,55 ist 0,99379. Phi von 2,5 ist 0,997, was hatten wir? 379. Und damit kriegen wir dann P von x kleiner gleich 20.000 ist gleich 1 minus 0,99379 gleich 0,0621 gleich ungefähr 0,6%. So, was wollen wir noch berechnen? Länger als 27.000 Stunden. B. Oder nehmen wir hier eine andere Farbe. B. P von x größer als 27.000. Wie transformieren wir das? Beziehungsweise gucken wir uns wieder an. Was wollen wir jetzt berechnen? F von x, x 25.000, wären wir jetzt bei 27.000. Und die Frage war nochmal mehr als 27.000. Also diese Fläche ist zu berechnen. Das machen wir wieder über die Standardisierung. Dann hätten wir ist gleich die Wahrscheinlichkeit, dass z größer gleich 27.000 minus 25.000 geteilt durch 2.000, also p von z größer gleich 1. Was wir also brauchen, ist Phi von 1, beziehungsweise das hier geht dann über in f von z und hier haben wir die 1 und diese beiden Flächen entsprechen sich dann. Gehen wir damit in
unsere Verteilungstabelle rein. Jetzt brauchen wir Phi von 1. Mal hier 1,00, also 84,134. Halt, hier müssen wir natürlich noch mal 1 minus, denn ich will ja nicht von minus unendlich bis dorthin kommen, sondern ich habe jetzt ja hier ein größer gleich und deswegen, ich will ja die Fläche rechts von meinem kritischen Wert haben. Das heißt, das sind dann 1 minus 0,84. Was hatten wir? 1,34. 0,834 sind ungefähr 18,66%. Was brauchen wir noch als Drittes, damit wir das heute noch schaffen? Die Wahrscheinlichkeit, dass wir zwischen 24.000 und 28.500 arbeiten. C, die Wahrscheinlichkeit P von 24, machen wir grün. P von 24.000 kleiner gleich x kleiner 28.500. Das wäre wieder dieses Bild. 24.000 und 28.500 f von x, x. Und diesmal sind wir an dieser Fläche. Und das übersetzt sich jetzt dann eben in der Standardisierung in die Wahrscheinlichkeit von 24.000 minus 25.000 durch 2.000 kleiner z, wieder unsere Normalverteilungsvariable, kleiner gleich 28.500 minus 25.000 durch 2.000. Das heißt, das geht dann über in f von z gleich z 24 minus 25 durch 2 wären dann 0 minus 0,5 und 28,5 sind 3.500 durch 2 sind 1,75, ne? Sie rechnen immer ein bisschen mit bis 1,75. Das heißt, diese beiden Flächen hier, die sind dann gleich groß. Naja, und dann wissen wir eben, also das sind minus 0,5. Und das sind 1,75.
Wir brauchen dann letztlich den Wert Verteilungsfunktion bis 1,75, aber nicht den ganzen, sondern noch bis minus 0,5 abgezogen. Das heißt, wir kriegen hiervon Phi von 1,75 minus akkumulierte Verteilungsfunktion minus 0,5 von dem wissen wir aber, dass das 1 minus Phi von plus 0,5 ist, wenn Sie da wieder die Folien vorne hingehen. So, Phi von 1,75, gehen wir hier rein, ist der hier, jetzt aber 0,5, also der hier, also müssen wir hier rüber zu dem 0,959944. 0,959944. Und Phi von 0,5, da sind wir hier oben, sind 0,69146. 0,69146. Und kriegen dann 0,959944 minus 1 minus 0,69146. Und das sind dann, kriege ich das mal ausgerechnet, ups. Ist gleich 0,95994 minus 1 minus 0,95. 69146. 69146 sind 0,6514. 0,6514 ungefähr 65%. Ups. Was haben wir hier gemacht? Ja, das Ganze ist jetzt in dem Sinne mal alles zu Fuß gemacht. Jetzt sind wir aber mit der Zeit auch durch. Nächstes Mal stellen wir das Ganze uns noch mal kurz in Excel grafisch mit dar. Okay, dann vielen Dank für heute.